Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Opposition kritisiert, lieber Herr Zömer, dann sollte man sich daran erinnern, was man noch vor wenigen Jahren selber gesagt hat. Es war SPD-Position, dass dieser Fonds zu klein ist. Dann sollten Sie uns vielleicht mal erzählen, warum das, was Sie selber noch vor 3 Jahren hier gesagt haben, plötzlich heute falsch sein soll. Es geht heute um einen weiteren Baustein der Bankenunion. Wir haben schon einige Punkte, insbesondere die Bankenabwicklungsrichtlinie, hier in Deutschland umgesetzt. Grundsätzlich ein sehr gutes Projekt, die Europäische Bankenunion. Und die Kritik, dass gerade die deutsche Bundesregierung dafür gesorgt hat, dass diese europäischen Mechanismen viel zu spät eingesetzt worden sind, die muss man, wenn man das damals so vertreten hat, auch aushalten. Die bleibt richtig. Aber inzwischen ist da Richtiges auf dem Weg. Wir Grünen haben das auch immer unterstützt. Wir haben allerdings auch an ein paar Punkten gesagt, wo Fehler gemacht worden sind. Zum Beispiel gab es zu viele Ausnahmen bei dem Bail-in. Und das ist die Frage mit der Größe des Fonds. Gibt es eine Möglichkeit, den zu refinanzieren? Unserer Ansicht nach hätte ein wirksamer Backstop eingerichtet werden müssen. Und wir finden auch, dass es zu spät ist, in der Tat, wenn erst 2021 der Restrukturierungsfonds voll funktionstüchtig ist. Heute haben wir es mit einer Verordnung zu tun, die direkt geltendes europäisches Recht ist. Und damit kann der deutsche Gesetzgeber gar nicht viel falsch machen. Und das ist ja vielleicht auch gut so bei der Bundesregierung, die in diesen Fragen ja auch manchmal zu spät kam. Sondern dieses Gesetz, was jetzt vorliegt, passt sozusagen deutsches Recht an das, was die Verordnung uns vorgibt, damit sozusagen die europäischen Regeln und die deutschen Regeln zusammenpassen. Ich finde, es ist gut, wenn wir uns diese Sonderregel, die im § 46f KWG eingeführt werden soll für die Insolvenz von Banken, noch mal anschauen im Ausschuss. Gut finden wir, dass die in Deutschland bisher gezahlte Bankenabgabe in unserem nationalen Topf erstmal verbleibt. Das unterstützen wir ausdrücklich. Dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass ein nicht von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigtes Institut Maßnahmen in Anspruch nehmen muss. Und es wäre falsch, hier dem Drängen der Institute nach Anrechnung dieser Beiträge nachzugeben. Man stelle sich vor, die Banken sparen beim Aufbau des europäischen Topfes und dann müsste im Zweifelsfall in Deutschland noch mal der Steuerzahler einspringen. Gut, dass diese Regelung jetzt auf dem Weg ist. Zwei Klopser leistet sich die Bundesregierung allerdings in dem Gesetzentwurf. Das eine betrifft die Tatsache, dass jetzt hier Verordnungsermächtigungen geschaffen wird zur Kodifizierung der bisherigen Mindestanforderungen an das Risikomanagement, die MA-Risk. Das ist ein sehr seltsames Signal, denn es spricht zwar dafür einiges, dass man die Verwaltungsvorschriften in Deutschland konkretisiert und das auch in Verordnungen überführt, aber eigentlich ist dafür jetzt die Europäische Zentralbank als Aufsicht zuständig und es ist ein merkwürdiges Signal, das hier die Bundesregierung gibt. Das Zweite, Herr Kollege Zömer schon angesprochen, und ich habe entnommen, dass wir uns da einig sind. Die Bundesregierung schlägt vor, die parlamentarische Kontrolle über den Restrukturierungsfonds ersatzlos zu streichen, die bisher durch das Finanzmarktgremium geleistet wird. Das ist ein interessantes Vorgehen. Die Bundesregierung schlägt uns vor, dass wir sie nicht mehr so gut kontrollieren sollen. Ich hoffe, dass wir uns hier einig sind, dass das nicht geht, sondern dass da weiter eine parlamentarische Kontrolle nötig ist. Ich finde es aber wichtig, an diesem Tag auch noch mal zu sagen, was die wichtigen Bausteine sind, damit wir auf die Kritik, die Axel Trost zu Recht genannt hat, auch noch mal eingehen können. Selbst wenn jetzt einige Mechanismen im Gange sind und auf dem Weg sind, aufgebaut werden, bei sehr großen Instituten wie einer Deutschen Bank, Barclays und anderen, werden diese Strukturen nicht ausreichend sein und nicht funktionieren, weil die Abwickelbarkeit dieser Institute nicht gewährleistet ist. Und deswegen bleibt das Thema too big to fail auf der Tagesordnung. Die sehr großen Banken müssen kleiner werden. Und es bleibt auch ein zweites Thema auf der Tagesordnung. Wir wollen gar nicht, dass erst diese Mechanismen zum Tragen kommen. Das muss das absolute Notfallszenario sein, dass ein solcher Fonds und der öffentlichen Hand und diese Abwicklungsregelungen gebraucht werden. Der Normalfall sollte sein,
dass die Aktionäre, dass das Eigenkapital Verluste so absorbieren kann, dass diese Bank erst gar nicht ins Wackeln kommt. Und deswegen bleibt eine zweite wichtige Hausaufgabe, und da ist die Bundesregierung leider nicht richtig aufgestellt. Wir brauchen mehr echtes Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme aufzubauen auf 10% der Bilanzsumme. Da muss die Bundesregierung noch nachlegen und nicht auf die wohlmeinenden Stimmen, angeblich wohlmeinenden aus der Finanzbranche hören, die meinen, es sei doch schon alles stabil. Die Finanzmärkte sind heute nicht stabiler als 2007. Und deswegen bleibt es richtig, wir brauchen mehr Eigenkapital. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist Klaus-Peter Flossbach, CDU-CSU-Fraktion.